Ist das da etwa... Ist das da etwa Minecraft? Oh, das ist aber toll. Ich sehe, wir spielen Minecraft. Das ist schön. Juhu. Ja, ich habe mich gerade mal einfach dazu entschlossen. Ich dachte mir, Mensch, du hast gerade so ein bisschen Zeit. Hab zwei Spiele angefangen zu Let's Playen. Hat aber nicht so geklappt. Da dachte ich mir die ganze Zeit, nee, kannst du so nicht hochladen. Da bist du irgendwie zu... Da musst du zu wenig reden, beziehungsweise alles so, nee. Und dann dachte ich mir, Minecraft hast du ja schon lange nicht mehr gemacht, könnte man ja mal machen. Und da ich gerade so spontan eine ziemlich coole Adventure-Map gefunden habe, dachte ich mir, hey, scheiß drauf, machst du Minecraft mal wieder. Und wir spielen nämlich The Dropper. Und es ist eine kleine Adventure-Map mit nur einem Ziel, und zwar den Fall zu überleben. Und nur eine Regel, man darf keine Blöcke zerstören. Das Coole ist, ihr werdet das gleich sehen. Ich bin mal gespannt. Wir starten mal hier. Graphic Fast. Ja, ich weiß nicht, habe ich die Grafik auf Fast? Ja, schön. Ich mach's mal, das ist zwar dann vom Aussehen her scheiße, aber es ist ziemlich performance-lastig, das Spiel. Von daher werde ich das mal so einstellen. Hallo Schweinchen. Also wir stellen den Savepoint ein, wir machen Tag und wir machen... Achso. Hä? Egal. Okay, passt schon. So, was ist das? Stand on the golden block and push the button. Level 1 Madness. Okay. Warum ist denn schon... Okay, wow. Ja, tatsächlich ist ein bisschen... Bah! Eklig. Okay, ihr habt aber ungefähr das Prinzip gesehen. Ich habe mich jetzt nur erschreckt, dass das mit diesem Button hier auch geht. Aber okay. So leicht laggen tut's schon. Und hier ist der Diamant. Man kann hier nämlich Diamanten finden. Beziehungsweise in jedem Level gibt's halt Diamanten zu finden. Und wenn man da alle hat, dann ist man geil. Es sieht schon echt geil aus, ne? Wenn man da so runterfällt, ist es so kilometerlang. Ach, und guck mal, rechts sehen wir sogar, wie oft wir gefailt haben. Ja, komm, drücken wir mal E, dass er hier zufrieden ist. So, was haben wir denn hier? Teleport to the next level. Sehr gerne. Aua. So, in die Endertruhe können wir also unsere Diamanten tun, zur Sicherheit. Save Point setzen. Und was haben wir hier hinten noch? Dün. Checkpoint. Puh. Arschloch. Okay. Ich weiß gar nicht, ich muss ja auf Easy spielen am besten, ne? Das steht da gar nicht, aber ich glaube, ich stelle mal lieber auf friedlich, weil wenn das so dunkel ist, dann ist das nicht so positiv, wenn da so ein Creeper rumfliegt. Ich drücke nochmal auf Speichern. Das müsste jetzt Level 2 sein, ne? Genau, Level 2 Fall. Ja, überraschend. Boah! Und tot. Wie geil! Okay. Es ist ein bisschen doof, dass es so... Das Wasser! Boah, wie cool! Die Musik ist auch sehr geil. Im Hintergrund im Übrigen Musik von Waterflame. Sehr geile Musik macht der Typ. Unsere Kiste. Wo ist die Kiste? Ist sie jetzt da irgendwo versteckt? Na super. Ach, guck mal. Mein Gott, ja gut, das war jetzt gar nicht so schwer. Coole Sache. Bin ich sehr gespannt. Es gibt sogar schon einen zweiten Teil. Da könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich den auch spielen soll, beziehungsweise ob ich weiter solche Adventure-Maps spielen soll. Ich dachte mir nämlich so, könnt's ja jetzt mal öfter machen. Ist das Level 3 in the middle? Ui. Könnt's ja mal öfter machen, so Adventure-Maps jetzt hier. Also wenn ihr das sehen wollt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich Bescheid. Ach du Scheiße. Da könnte ich doch auch so eine Treppe benutzen, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Okay, ich sehe das Loch. Okay, da geht's raus, aber ich möchte gerne erstmal die Truhe. Die ist doch bestimmt irgendwo hier oben. Da. Da haben wir sie. So, damit haben wir schon 3 Diamanten. Das ist ja gar nicht so schlecht. Weil das kombiniert so ein bisschen dieses Fallen und das, Suchen. Wenn sie jetzt immer so einfach versteckt sind, dann können wir es mit dem Suchen vergessen. Aber okay. So, die Endertruhe war falsch rum, aber ist auch egal.
So, Set Spawn. Okay, Level 4, Cars. Das ist so ein bisschen... Ups, ach du Scheiße. Jetzt haben wir... Oh, Heiliger. Hallo. Gut. Ja. Ja, sieht schön aus auch einfach, ne? Oh, da unten sehe ich jetzt so langsam eine Straße. Was ist das denn bitte? Warum leckt das denn so jetzt auf einmal? Krass. So kann ich das aber nicht spielen. So, anscheinend bin ich schon aufgekommen, sagt mir jedenfalls der Sound. Aber sehen tue ich es noch nicht. Ja, ist nicht so geil. Tatsächlich. So. Versuchen wir es nochmal. Wiederbeleben. Mal gucken, ob es jetzt weniger leckt. Wow, nein, tut's nicht. Ja, geil. So, probieren wir es jetzt nochmal. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt gerade links war so ganz viel Redstone. Vielleicht liegt es daran. Gucken wir mal, ob wir vielleicht die... irgendwas nochmal umstellen können, dass das hier nicht ein bisschen besser läuft. Ich mache auch die Musik mal ein kleines bisschen lauter. Ich mache mal die Renderdistanz ein bisschen tiefer. Obwohl, da muss er ja total viel nachladen, ne? Boah, leckt immer noch ziemlich. Sehr unschön jetzt. Ich lasse es mal so. Ich weiß, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Passt mal auf. Pass mal auf. Wenn das hier reagiert, speichern und zurück. Und dann laden wir einfach die Welt neu. Was irgendwie nichts bringt. Was ist denn hier los in dem Level? Krass. Das kann ja so gar nicht spielen. Das ist ja übel. Doch übel. Was ist das? Okay, starten wir Minecraft mal neu. Ihr seht mich jetzt weiterhin. Das ist nämlich das Wunderwert der Technik. Ah ja, und da ist tatsächlich auch Minecraft gleichzeitig abgestürzt. So, ihr seht mich jetzt und jetzt muss ich das nur noch irgendwann hinterher so hinkriegen, dass ich hier praktisch synchron die Aufnahme wieder reinmache. Ich logge mich jetzt gerade wieder ein. Und dann starten wir jetzt. Ich lade erstmal die Map. Ah ja, jetzt läuft's wieder. So. Da läuft die Aufnahme auch wieder. Und Level 3, 4 Cars. Ach, guck mal. Und zack, läuft's wieder. Ja, weiß ich auch nicht, was das jetzt war. Bam! Okay. Ich muss die Renderdistanz nochmal kurz hochstellen. Die haben wir jetzt gerade runtergestellt. Die sollte ich dann wieder auf Fahr stellen. So. Aber jetzt haben wir wenigstens... das war jetzt besser. Das hat geklappt. So, und dann müssten wir ungefähr irgendwo hier so... Ah, noch weiter nach links, okay. Merke ich mir, noch weiter nach links. Irgendwie so da. Da, ja, da sehe ich es schon. Das ist ja um einiges besser. So, sehr schön. Jetzt kann ich mich hier nach Kisten durchsuchen. Das ist keine Kiste. Okay, also eine richtige Stadt hier aufgebaut. Ach, cool, ne? Komm ich hier irgendwie rein? Ach, hier. Hier scheint aber nichts zu sein. In Autos vielleicht? Nee. Hier vielleicht? Also irgendwo hier muss ja die Kiste sein. Ach, da. Sehr schön. Ach, cool. Jetzt frage ich mich, was das für ein ganzes Redstone-Gedöns da drin war, aber vielleicht war das dieses Checkpoint-System oder sowas. Okay, und was haben wir jetzt hier? Ach ja, den TP wieder. Endertruhe. Safe setzen. Und Mine. Ah, haha. Oh Gott. Oh fuck, fuck, fuck. Mein Gott, die fahren alle. Na, ist ja kein Wunder, dass es so leckt. Wenn da drin erstmal so Minecarts rumcruisen. Heiliger! Uiuiui, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Beziehungsweise sieht, glaube ich, noch niemals einfach aus, ne? Da gibt es aber auch, fällt mir gerade ein ziemlich cooles Spiel zu, das heißt... Genau so heißt das Spiel, das ist kein Witz. Das könnte ich auch mal let's playen. Na, mal gucken. Okay, wie cool.
Okay, da muss ich hin. Aber natürlich möchten wir erstmal die Truhe finden. Mit dem Diamanten drin. Tja. Truhe, Diamant. Also vom Level-Design möchte ich sagen, ist das schon ziemlich cool. Ah, weißt du? Truhe. Es werde Licht. Truhe, nix da. Ich bin 7-mal gefailt, sehe ich gerade. Bestimmt muss ich hier irgendwo rumklettern. Oder die könnte auch hier oben irgendwo sein, natürlich, ne? Ich könnte mich auch mal in so ein Minecart setzen. Vielleicht komme ich da irgendwie an so ein Minecart ran. Vielleicht bringen die mich irgendwo Tolles hin. Na, lass mich mal da hoch. So. Hier ist auch irgendwie nichts. Hier könnte noch was sein. Aber die scheinen... Ah, da, schau. Nein! Ah, sieh mal einmal an. Kann ich mich hier in so ein Minecart... Ach so, die fahren nur hier hin und her. Nee, dann setze ich mich da lieber nicht rein. Und da leckt's wieder. Ist das ein Traum? Oh, und ist abgestürzt direkt. Na, herrlich. Ja, zurück zum Hauptmenü. Es leckt. Was ist das denn hier wieder? Ach, Freunde, ist das ein Scheiß. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich hier andauernd mich nur noch zu sehen ist. Da muss ich mal gucken, aber ich möchte jetzt ungern das Ganze nochmal neu aufnehmen, weil ich dann schon so gespoilert bin und dann schon immer weiß, was passiert. Und dann ist die Emotionen sind da nicht so groß. Von daher lasse ich das mal so. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich werde dann auf jeden Fall, wenn ich Dropper 2 auch zocken sollte, werde ich das auf jeden Fall nochmal überprüfen, wie ich das ändern kann. Was haben wir hier? Level 6 Curtain. Oh fuck. Okay, das habe ich jetzt nicht erkannt, was das darstellen soll. Ein Curtain. Ja, leider weiß ich nicht, was ein Curtain ist. Oh, das ist gar nicht so einfach. Da muss man einmal ausweichen vorher. So, jetzt rein. Boah, ganz knapp. Ach, das ist hier so ein Badezimmer, Wohnzimmermäßiges. Nee, ist ein Badezimmer, eindeutig. Boah, ist aber auch geil gemacht. Eine Dusche hier, richtig. Krass. Aber wie baut man sowas? Ey, da muss man doch echt ein bisschen... Ja, okay. Ob ich jetzt noch an die Truhe komme, ist wie... Fuck, ist das geil. Ist jetzt nicht sogar eine... Oh mein Gott! Ey, guckt euch das an, wie geil das aussieht hier. Alice im Wunderland. Krass. So, wenn hier schon so eine Treppe nach oben ist, ne, dann vermute ich jetzt einfach mal so ganz blöd, dass möglicherweise die Truhe doch da oben ist. Vielleicht. Achso, oder ist das der Ausgang? Das scheint der Ausgang zu sein, ne? Das müsste der Ausgang sein. Ah, komm. Ja, das ist der Ausgang. Dann schauen wir uns doch nochmal kurz um da hinten. Weil den Diamanten möchte ich schon ganz gerne haben. Wäre echt toll vom Diamanten, wenn ich den kriegen könnte. Boah, so eine richtige Tür auch. Ist ja übel. So, vielleicht da hinten im Mülleimer. Kann man da rein? Tatsächlich. Da ist die Truhe. Ich habe sie gesehen. Müll. Und im Müll... im Müll ist natürlich ein Diamant. Ganz klar. Das ist cool. Hier würde ich gerne jetzt so einen Walljump machen. Aber es geht ja leider in Minecraft nicht. So, jetzt müssen wir noch eine Stunde laufen. Damit wir pünktlich ankommen. Ach, schön.
Ach so, jetzt sehe ich das. Das ist so ein Duschvorhang, das Wasser. So. Aber auch echt geil. Hammer. Cool. So. Dann um die Ecke. Ich weiß leider nicht, wie viele Level das Spiel hat. Das ist jetzt die große Frage. Und leider weiß ich auch nicht, wie oft mein Minecraft hier noch abschmieren wird. Achso, andersrum. Ich dachte gerade schon. Ein Bett. Warum? Was? X0, X00, X, 000. Level 7, some holes are closed. Bitte was? Probieren wir es aus. Holy! Ach so!